Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Britta Teutsch und ich helfe unbeweglichen Yoga-Anfängern, sich beim Yoga göttlich zu fühlen, anstatt sich zum Hampelmann zu machen. Heute habe ich für dich das Krokodil. Hast du dich auch schon mal gefragt, wenn du in den Yoga-Drehübungen über die Seite kommst, was mache ich jetzt mit meinem Knie? Muss das Knie hier auf den Boden und wie soll das Knie denn jetzt hier überhaupt auf den Boden kommen? Ja, diese Folge werden wir heute behandeln. Dieses Thema, dieser Frage werden wir heute auf den Grund gehen. Ach ja, und die Frage kam übrigens von euch aus der Community und deswegen ist es mir immer ein besonderes Herzensanliegen, dazu ein Video für euch zu machen. Aber jetzt lass uns erstmal schwupp nach hinten auf die Matte. Und möglicherweise fragst du dich ja jetzt auch, von welchen Drehübungen spricht die Frau überhaupt? Das Krokodil. Es gibt verschiedene Varianten von liegenden Yoga-Drehübungen. Ich nehme das Yoga-Krokodil jetzt heute für dich mal unter die Lupe und ich zeige dir verschiedene Varianten, hier heute auch in diese Drehung hineinzugehen. Das Krokodil in der klassischen, naja, wenn man überhaupt von klassischer Variante sprechen darf, in der viel bekannten Variante, dabei kommt das Knie hier nach links und der Kopf dreht sich nach rechts. Und dann sieht das hier vorne so aus wie so ein Krokodilmund. Und wie du ja jetzt schon siehst, komme auch ich nicht mit meinem Knie hier unten auf den Boden. Und das ist auch vollkommen okay, denn es geht nicht darum, dass das Knie hier unten auf den Boden geht. Es geht um die entgegengesetzte Drehung hier unten des unteren Rückens nach links und der obere Rücken bleibt dabei gerade am Boden. Viel wichtiger als das, dass das Knie hier unten an den Boden kommt, ist nämlich, dass die Schulter hier rechts am Boden liegen bleibt. Und das schauen wir uns jetzt aus einer anderen Perspektive an. Also, wir haben wieder unsere Arme hier wunderschön ausgebreitet und wir haben unseren Fuß an die Innenseite unseres Knies abgestellt und dann fällt das rechte Knie jetzt nach links und der Blick geht nach rechts. Und jetzt ist es hier ganz, ganz wichtig, dass die rechte Schulter am Boden bleibt. Wenn wir jetzt mit aller Macht versuchen, das Knie Richtung Boden zu bringen, dann siehst du schon Folgendes, die Schulter hebt hier ab. Die Schulter hebt ab von der Matte. Aber es geht wirklich darum, dass deine Schulter am Boden bleibt. Denn nur dann haben wir diesen Twist in der Wirbelsäule hier hinten. Und darum geht es. Es geht gar nicht um das Knie. Es geht auch gar nicht um die Schulter, sondern es geht um das, was dazwischen ist. So wie das ja ganz oft beim Yoga ist. Es ist manchmal nicht so ganz sichtbar, worum es dabei eigentlich geht. Und durch diese wunderbare Drehung, die wir ja dann hier erreichen, diesen Twist hier hinten in der Wirbelsäule, dadurch mobilisieren wir die Wirbelsäule. Dadurch sorgen wir dafür, ja, dass es deinen Bandscheiben gut geht. Und deswegen ist das so eine wunderschöne Übung hier auch für den Rücken, das Krokodil. Und es gibt es noch in verschiedenen anderen Varianten. Und da hilft dir dann ein Kissen weiter. Wie genau das geht, dafür wechseln wir jetzt einmal nochmal die Richtung. Denn eure Frage war ja, wie gehen die liegenden Drehübungen und nicht, wie geht das Krokodil. So, jetzt schnappt ihr bitte ein Kissen. Gerne ein Meditationskissen oder aber auch Yoga-Blöcke, wenn du denn Yoga-Blöcke hast. Wenn du nicht weißt, was Yoga-Blöcke sind, warte. Schwupp, das sind Yoga-Blöcke. Also vielleicht hast du von diesen Kameraden auch welche. Yoga-Blöcke sind auch super hilfreich. Wobei ich muss ja gestehen, ich nehme ja lieber das Kissen, weil ich habe es immer gerne so ein bisschen, ja, so ein bisschen gemütlicher und flauschiger gerne. Ne? Aber wie gesagt, Yoga-Blöcke eignen sich auch ganz wunderbar dafür. Und dann gibt es ja auch die Drehübungen, dafür kommen wir nochmal runter auf die Matte, bei denen die Knie jetzt, wenn du die Füße vor dem Gesäß aufgestellt hast, Knöchel zusammen, Knie zusammen und dann kommt die Ansage, lass die Knie jetzt nach links fallen. Und dann siehst du auch schon bei mir, die Knie öffnen sich jetzt so ein bisschen leicht hier und sie kommen hier noch an der Seite an. Aber das ist natürlich nicht bei allen Anfängern so, bei vielen kommen die Knie da gar nicht an. Und dafür kannst du dir dann einfach ein Kissen unterlegen unter die Knie. Fühlt sich schön an. Kleiner Nachteil ist nur, dass du dann an beiden Seiten ein Kissen haben musst, wenn du jetzt auf die andere Seite kommst oder halt zwei Kissen brauchst. Gut, Nachteil nicht unbedingt, aber ja.
Das Ganze kannst du umgehen, indem du das Kissen zwischen deine Knie gibst und dein Kissen einfach mitnimmst, sozusagen. Und wenn dann die Knie hier rüberfallen zur linken Seite, dann hast du auch nicht so eine ganz starke Dehnung hier unten im Leistenbereich. Das kannst du vielleicht direkt mal ausprobieren. Du kannst aber natürlich auch, wenn du sagst, ja, ich komme aber immer noch nicht auf den Boden, einen Kissen zwischen die Beine nehmen und die Kissen hier unterlegen. Und bitte denke nicht, boah, weißt du was, wenn ich so viele Kissen mir unterlegen muss, dann kann ich jetzt ja auch gleich sein lassen. Bitte denke das nicht. Nimm dir die Sachen, nimm dir wirklich die Hilfsmittel, die du brauchst. Und dann kannst du von Mal zu Mal Kissen weglassen, Kissen wegnehmen. Aber ja, schau immer mal wieder, okay, kann ich vielleicht heute einen Schritt weiter gehen oder eben halt auch nicht. Aber scheu dich bitte nicht davor, dir auch diese Hilfsmittel wirklich zu nehmen. So, ich hoffe, es ist klar geworden, was in den Drehbewegungen mit den Knien passieren soll. Und ich hoffe, es ist klar geworden, es geht nicht darum, die Knie auf den Boden zu legen, sondern es geht wirklich darum, dass wir diesen Twist hinten in der Wirbelsäule erreichen, um die Wirbelsäule zu mobilisieren. Und ganz, ganz wichtig, es darf niemals im unteren Rücken pieksen oder stechen. Sobald das so sein sollte, dann tu dir selber den Gefallen und geh etwas raus aus der Drehung. Immer wenn es im unteren Rücken piekst, etwas rausgehen aus der Drehung. Denn ja, dann ist der untere Rücken einfach hier an dieser Stelle noch nicht so weit. Und immer bevor du eine neue Bewegungsroutine ausprobierst, überprüfst und du hast Beschwerden am Skelettapparat oder ja, sonstige Bandscheibenvorfall etc. pp., dann sprich das immer vorher mit deinem Arzt oder Therapeuten ab, damit du nicht etwas tust, was dir einfach nicht gut tut. Denn das wollen wir nicht. Meine Liebe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin sage ich tschüss und hab einen tollen Sonntag.